Okay, hello guys. The English part of this video, yet another update, will be a bit later, so yeah. Also, fangen wir mal wieder ganz normal an, auf Deutsch diesmal. Letztes Mal auf Englisch, diesmal auf Deutsch. Ihr habt ja sicherlich schon mitgekriegt, dass mein Computer gerade so ein bisschen am Rumspacken ist und ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich bin hier gerade am total verzweifeln, ich bin am Umbauen. Ich habe hier jetzt meinen Shot-Top, meinen, ich sage jetzt mal 6 Jahre alten Laptop, der ist fast 6 Jahre alt, zum Kotzen, ausgepackt und bin dabei, den gerade wieder aufzusetzen, beziehungsweise bin dabei, den allgemein ziemlich doll aufzusetzen und muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich ein Problemchen habe. Und zwar ist es so, ich muss ihn jetzt mittlerweile das vierte Mal neu aufsetzen, beziehungsweise formatieren, neu aufsetzen, etc. pp. Hatte zweimal das Problem, dass ich überhaupt keine Treiber hatte. Internet ist nicht mit dem, weil kein Kabel und so. Ihr wisst ja, goldene Glasfaser Osten. Also ein bisschen naja. Und ich meine, letzten Endes ist es so, dass ich wahrscheinlich mit dem auch nicht aufnehmen kann, wenn es dann irgendwann funktionieren sollte. Ich werde es natürlich weiter versuchen. Aber ihr wisst ja schon, dass ich gesagt habe, hey, alles schön und gut. Ich habe noch ein bisschen Material habe ich noch. Und dazu muss ich ehrlich gesagt gestehen, ich habe ehrlich gesagt so ein kleines Problem. Ich habe jetzt noch Was habe ich denn jetzt noch? Ich habe jetzt noch eine Episode Secret of Evermore. Ich habe jetzt noch eine oder zwei Episoden Devil May Cry 3. Hab dann noch eine uralt Episode von Mario und Luigi Superstar Saga, das auf Deutsch ist. Und ansonsten stehe ich da. Habe ich nichts. Und, naja. Also ich sag's mal so, Final Fantasy X, so wie alle anderen alle anderen derzeitigen Projekte, Devil May Cry, nachdem ich die Folge hochgeladen habe, beziehungsweise Secret of Evermore, beziehungsweise sonstiges, wird erstmal bis auf unbestimmte Zeit, beziehungsweise eine bestimmte unbestimmte Zeit, weil diese bestimmte unbestimmte Zeit, doppelt gemoppelt halt besser, ihr wisst ja, definiert sich daraus, wann ich dann meinen Computer wieder anständig zum Laufen kriege. Dies beinhaltet unter anderem, dass ich wieder aufnehmen kann, beziehungsweise, dass ich allgemein meine Probleme mit dem Computer wieder gelöst haben. Ich bin allerdings nicht komplett weg von YouTube, weil ich habe da noch etwas, worauf ich nicht unbedingt stolz bin, und was ich persönlich mit mir nicht vereinbaren kann, nach wie vor, weswegen ich es auch schon angekündigt hatte, dass ich das dann neu aufnehmen werde, aber komischerweise viele Leute ziemlich gut finden, obwohl ich dazu sagen muss, dass es entsprechend meiner Erfahrung im Let's Play-Geschäft auch entsprechend aufgebaut ist. Es geht einfach darum, ich dachte, ich hätte die alten Teile von Zurikoden Tierkreis, hätte ich allesamt von meiner schönen kleinen externen Festplatte gelöscht. Falsch gedacht. Ich habe jetzt noch immer sämtliche Teile von Zurikoden Tierkreis, dürften so um die 170 Stück sein. Insgesamt natürlich, also ich habe da noch so um die 100 Parts. Zwar nicht fertig gerendert, aber rendern geht ja halbwegs noch. Und muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich diese dann wohl hochladen werde. Mir gefällt's nicht. Aber immerhin, sage ich mal so, ist es so, dass ich dann zwar eine technische Pause einlegen muss, aber generell ist es so, dass ich dann doch sage, the show must go on. Ich bin's vielen Leuten schuldig. Böse Zungen könnten eigentlich sagen, hey, der macht's ja nur wegen den Views, weil keines der Zurikoden Tierkreis-Videos, was ich jemals hochgeladen habe, unter 500 Views hat. Nee, darum geht's nicht. Es geht einfach nur darum, ich hab's noch auf dem PC. Ich weiß nicht, wann ich mein Problem gelöst kriege. Es könnte sogar sein, dass ich es erst zu Weihnachten oder allgemein zu Neujahr oder vielleicht auch nächstes Jahr erst gelöst kriege. Ich bin nach wie vor für euch da. Ihr könnt mit mir reden, etc. pp. Man hört sich, Skype, alles
alles noch da, das geht alles, nur ich kann halt nicht aufnehmen, weil mein Computer nicht will. Ich hoffe, ihr versteht's. Ich beiße mir selber in den Arsch, dass ich die ganzen Zurück- und Dinger wieder hochnehmen wollte, weil letzten Endes ist das ein Let's Play, wo ich sage, man merkt, dass du, also ich merke, dass du Anfänger warst, beziehungsweise ich merke, dass ich ein Anfänger war. Mein Commentary ist scheiße. Es ist ein extrem storylastiges Spiel und ich bin einfach ziemlich leise, habe nicht den richtigen Biss, den ich heute habe und sage einfach nur, ja. Zur Not muss der Teufel die Fliegen fressen. Und ich bin ganz ehrlich, es tut mir aufrichtig leid, aber was soll man machen? So, das war's erstmal vom deutschen Part. And now we're switching to English. First of all, I don't know if anybody of you watched my German Let's Plays of Final Fantasy X. Stopped. For undefined amount of time. Devil May Cry 3, I have one episode left on my external drive. After that, stopped for an undefined amount of time. Secret of Evermore, I have one episode left that I can edit, and it would take a couple of hours to edit it, and then stopped. The reason is my computer and my laptop or my notebook. I don't know if you know that that term. It's the same like cell phone and handy. My notebook, 6 years old, should actually work with recording, but the problem is I have to set this little junk piece of junk up again. So that there will be a little problem concerning this. So basically, I'm going to have to let this little thing slip. So I hope that I'll fix that laptop so that I can record again. But the problem is I can't record since my main computer, on which I'm recording mostly, says, "Hey, you're not going to record since my CPU will turn into the red area, or better said, the CPU will overheat and everything." I have no idea what's going on with my computer, and I have absolutely no idea how this happened or even how to fix it, but I really can only say that I have a little that I can't record anything at this state of either a laptop or the notebook and the computer. So basically, I'm sitting here like a sailor without water. Can't do shit. Wow, that was a bad metaphor. Anyway, even though I don't have that much new material, I still have something that you that I know that at least a lot a few of you really really want to have it. So basically, I'm going to do something that I really hate as hell, and if you could know how I feel, then it would feel like as if I'm as if you're hurting yourself, hitting yourself all over and all over and all over. The thing is, after Secret of Evermore, I wanted to restart Suikoden Tierkreis, one of my earlier Let's Plays, actually one of my first Let's Plays, if you wanted to put like if you wanted to put the put it like that. On the channel, it's labeled as, let's see, yeah, it's labeled as the second Let's Play that I started, and I really have to say, it's a Let's Play that I'm really not too fond of. I was a newbie at the time when I recorded it. It was like
20 days, not 20 days, but it was like 3 days recording straight. Bad commentary, bad tension, bad quality, but I have it on my PC. So basically, I'll have to finish this game. I never said that I don't like the game. It's awesome. Sure. But the thing is, I have to finish the game. Yep. Have to use my old recordings. Yep. Even though I don't like them. Yep. And yeah. So basically, I try to fix both computer and notebook. I said it. This time I said it right. I try to fix them. Maybe get somehow, I have no idea how, a new computer or a new tower. That would be actually the best thing that could ever happen to me. Since then I would be doing a bit better. Since then I would be then I would raise the quality ladder a bit. Since more performance, better computer, you know what I mean. And yeah, so basically, Suikoden Tekkai in the following weeks, month to be honest, since it's a relatively long Let's Play, based on the YouTube 11 minute time limit when this was recorded, something around 180 episodes, but I have no idea if the same thing happens as in earlier episodes of this Let's Play, if they are corrupted or not. I'm not going to record stuff. I know that I miss a little boss battle that I really, really wanted to show you, and I think that there will be a lot of complaints because of that, but you know, you can't do anything at all against about this. And just for a little note, we have today, the 1st October. Is it October? Yeah, the 1st October 2010. And the parts that I'm editing right now were recorded at the 6th June of 2009. So basically, just when I started, or not when I, just when, but I was only a couple of months in the business, so the Let's Play itself is not good, and I would not do this. But, you know, it's better to upload at least this thing, since there are plenty of people that want to watch it. Even though I'm not inside, even though I'm not part of that audience, if I have to admit it. But well, I'm still on Skype and everything, but I just can't record. So if anything is, or if anything happens, feel free to contact me. We can chat and can do everything. No, yeah. So I will just finish my recordings, or finish my uploads of my old recorded stuff. So basically, see you then at Suikoden Tekkai, in my little time machine, back in the year 2009. This is the car. I'm signing off.